Ich möchte Ihnen jetzt kurz das Bisektionsverfahren erklären und das wird dann die Ausgangsbasis bilden für das, was wir in einem kleinen Scratch-Programm für die Analyse und zum Finden der Nullstellen dann brauchen. So, das Bisektionsverfahren ist in dem Wikipedia-Artikel, den ich Ihnen hier zeige, eigentlich ganz gut beschrieben. Sie sehen, dass hier eine kleine Animation dazu abgebildet ist und dass hier sozusagen Punkte von außen beginnend langsam auf die Nullstelle zurücken. Und das Grundprinzip dieses Verfahrens ist im Prinzip hier in diesen 5 Punkten zusammengefasst. Das Bisektionsverfahren können Sie sich auch relativ einfach vorstellen, wenn Sie sich veranschaulichen, wie Sie in einem Telefonbuch vielleicht suchen würden. Sie suchen einen bestimmten Namen und Sie würden dann einsteigen beim Telefonbuch vielleicht irgendwo in der Mitte oder irgendwie angelehnt mittig, vielleicht mit einer Tendenz nach rechts oder links, je nachdem, wo Sie den Buchstaben vermuten. Und dann gehen Sie da rein und gucken rechts und links, in welche Richtung müssen Sie weiter verzweigen, wenn Sie zu Ihrem Zielbuchstaben kommen möchten. Und dann gehen Sie in der Richtung weiter, nehmen sich wieder den übrig gebliebenen Block und halbieren den vielleicht auch nochmal annähernd und gehen dann wieder rein, gucken bei der Halbierung, wo sind Sie da angekommen, müssen Sie rechts oder links weitermachen. Und so hangeln Sie sich erstmal Abschnitt für Abschnitt, Bereich für Bereich weiter, um ganz grob in die Zielregion zu kommen. Und dann machen Sie am Ende, wahrscheinlich kommen Sie dann auf eine Seite, wo Sie die Buchstaben irgendwie sehen, die Sie bekommen möchten. Und dann gehen Sie am Ende da rein auf die Seite und suchen dort nochmal auch erstmal grob mit dem Adler-Suchsystem vielleicht dort überblicksartig. Und dann gehen Sie ins Detail und finden die Buchstabenkombination, die Sie ganz konkret suchen. Und vom ersten Ansatz her, von dem, was ich jetzt erklärt hatte mit der Telefonbuchsuche, ist das dem Bisektion sehr ähnlich. Sie gehen rein, teilen und in dem geteilten Bereich gehen Sie nochmal in die Hälfte und nochmal und so weiter, bis Sie in den Zielbereich sind. Und das erleichtert Ihnen dort die Suche und Sie müssen dort nicht am Anfang in dem Telefonbuch anfangen zu suchen und alle Namen durchgehen, bis Sie bei dem entsprechenden Namen sind. Da können Sie sich leicht ausrechnen, dass Sie mit der Suche beginnend am Anfang viel länger brauchen, als wenn Sie direkt hier in die Bisektion reingehen. Und wir wollen jetzt das Bisektionsverfahren auch für unsere Analyse der quadratischen Kurve, der quadratischen Funktion nutzen. Und das heißt, wir haben irgendwie diese quadratische Funktion gegeben. In dem Scratch-Beispiel werden Sie dann auch sehen, dass das in etwa diese Form ist. Ja, wir haben hier den Bildschirm, der sozusagen dargestellt werden kann innerhalb des Programms. Der geht von minus 240 bis 240 und von minus 180 bis 180. Und das finden wir vom Prinzip her jetzt auf dieser Folie hier vor. Und jetzt würden wir uns Startpunkte setzen. Und die Startpunkte sind jetzt vielleicht so verteilt, dass wir hier irgendwie beginnen und reingehen in dieses Bisektionsverfahren. Und das Erste, was uns dort als Vorschrift gegeben ist, ist, dass wir uns darum kümmern, ein x rechts und ein x links, also einen linken und rechten x-Wert zurechtzulegen. Und dieser linke und rechte x-Wert bedeutet, dass wir hier ein bestimmtes Intervall untersuchen möchten. Zunächst mal, ob es überhaupt eine Nullstelle gibt, die dort vorliegt in dem Intervall. Und dass wir dann innerhalb dieses Intervalls weitersuchen nach der konkreten Nullstelle mit diesem speziellen Verfahren. Und wir haben uns jetzt hier die Werte vorgegeben, die so ein bisschen angelehnt sind an das, was wir dann auch in Scratch machen werden. Also wir starten bei ja, vielleicht minus 220, minus 200 in Bezug auf diesen Bildschirm. Und hier ist vielleicht ein Wert von minus 10 als der rechte Wert. Und das Bisektionsverfahren sagt jetzt, dass wir auf eine bestimmte Weise hier teilen und dann weiter untersuchen sollen. Also wir sollen zunächst mal den Bereich dahingehend untersuchen, dass wir feststellen, ob wir hier jetzt eine Nullstelle tatsächlich vorliegen haben. Und wir haben eine Nullstelle vorliegen, wenn wir
die Funktionswerte von beiden x-Werten, also den Funktionswert von x links und den Funktionswert von x rechts, miteinander multiplizieren und wenn dann eine negative Zahl herauskommt. Wir schauen uns das nochmal an, hier in dem Ablauf. Da befinden wir uns an dieser Stelle. Wir testen, ob diese Multiplikation der von dem linken und dem rechten x-Wert, den Funktionswerten des linken und des rechten x-Werts, hier kleiner 0 ist. Und in unserem Fall, wenn wir das jetzt so anlegen an die Kurve, ist tatsächlich hier der Funktionswert von x links, y links können wir den zum Beispiel nennen, größer als 0. Und der Funktionswert von x rechts ist kleiner als 0. Und dann würden wir in diesem Fall durch die Multiplikation der beiden Funktionswerte also finden, dass wir hier eine Nullstelle vorliegen haben, also dass wir kleiner als 0 sind. Ich würde diese Frage im Chat noch mal ein bisschen verschieben. Ich würde erstmal die Erklärung hier liefern. Jetzt finden wir das so vor und dürfen jetzt weiter fortschreiten in dem Algorithmus. Und das heißt, dass wir zum nächsten Schritt übergehen. Der nächste Schritt ist, dass wir hier uns ein C berechnen. Und das ist jetzt ein X-Wert, der in der Mitte von den beiden bisher vorhandenen X-Werten liegt. Also, wir teilen hier sozusagen den Bereich und finden hier in etwa den Bereich der Mitte. Ich mache das jetzt mal nach Augenmaß. Das sei jetzt mal hier die Mitte. Und dann würden wir einen Punkt hier sozusagen gedanklich platzieren. Und zu diesem x-Wert, der dann hier vorhanden wäre, würde auch ein y-Wert auszurechnen sein. Und jetzt müssen wir feststellen, ob wir jetzt ausgehend von diesem mittig berechneten Wert weiter eher auf der linken Seite oder auf der rechten Seite suchen müssen. Und in diesem Fall machen wir das wieder genauso wie bei der Feststellung, ob wir in dem Intervall eine Nullstelle haben oder nicht. Wir berechnen den Funktionswert von x links. Wir berechnen den Funktionswert von diesem mittleren Wert. Und wir multiplizieren beide Funktionswerte. Jetzt wird in diesem Fall der Multiplikation hier ein negativer Wert auftreten. Und das heißt, wir wissen, dass wir gleich wahrscheinlich eine Nullstelle haben. Das Gleiche machen wir jetzt nochmal zur Kontrolle, um zu sehen, wie es ausgeht, wenn wir keine Nullstelle haben, in dem rechten Bereich. Wir multiplizieren diesen Funktionswert mit diesem Funktionswert. Und hier werden beide Male negative Funktionswerte auftreten, die miteinander multipliziert zu einem positiven Wert führen. Das heißt, in unserem Bisektionsverfahren würde dann an dieser Stelle geprüft werden und es würde festgestellt werden, dass hier, wenn wir den linken Funktionswert mit dem mittigen Funktionswert multiplizieren, eine Zahl kleiner 0 herauskommt. Also hier diese Multiplikation ergibt die Zahl kleiner 0 und das heißt, wir müssen in diesem Bereich weiter nach unserer Nullstelle suchen. Dann machen wir das ganz genauso, wie wir das bisher gemacht haben. Wir vernachlässigen jetzt, wir legen jetzt diesen Punkt beiseite und unser neues x rechts ist jetzt dieser x-Wert. Und ausgehend von diesem x-Wert werden wir weiter die Mitte uns suchen. Ja, vielleicht hier. So. Und wir werden wieder die Funktionswerte berechnen, diesen Funktionswert und diesen Funktionswert. Und wir werden diesmal feststellen, dass innerhalb dieses Bereiches das Produkt von beiden Funktionswerten kleiner als 0 ist. Positiver Wert mal negativer Wert. Und damit legen wir fest, dass wir hier in diesem Bereich weitersuchen. Wir können also jetzt diesen Punkt vernachlässigen, zur Seite legen und wir müssen hier wieder fortfahren mit einem anderen x links und einem x rechts, was wir von dem Durchgang vorher noch hatten.
Und jetzt legen wir wieder eine Mitte fest. Wir werden hier vielleicht die Mitte festlegen und wir prüfen wieder mithilfe des Funktionswerts, den wir hier berechnen, in welchem Bereich müssen wir weiter fortfahren. Wir werden feststellen, dass wir hier in diesem Bereich weiter suchen müssen. Das heißt, wir können diesen Punkt vernachlässigen, suchen dann wieder die Mitte hiervon und müssen bestimmen, wo wir weitermachen. Wir würden hier weitermachen und so weiter. Und Sie sehen, das läuft darauf hinaus, dass wir immer näher hier an diese Nullstelle rankommen. Und wenn wir die nicht genau treffen, dann werden wir das eine gewisse Zeit hier machen müssen. Und wir möchten jetzt aber, dass der Algorithmus mit einem bestimmten Ergebnis abbricht, das heißt mit einer bestimmten Annäherung hier abbricht. Und das soll genau dann der Fall sein, wenn diese beiden x-Werte, x links und x rechts, in diesem Fall der Punkte hier, haben wir jetzt hier dieses x links und das ist das x rechts. Wenn diese Punkte nicht weiter als ein gewisses Epsilon voneinander entfernt sind, dann wollen wir abbrechen. Und dann wollen wir abbrechen mit der Aussage, dass die Nullstelle innerhalb dieses Bereiches zwischen x links und x rechts liegt. Das soll dann das Endergebnis unseres Bisektionsverfahrens für die Nullstellensuche sein.